In der Geistesschulung geht es immer um die Heilung des Geistes. Der träumende Geist, der träumende Gottessohn, der wir sind, der wir zu sein glauben, gefangen in einem Traum, offensichtlich, darüber müssen wir gar nicht groß diskutieren. Ja, wir hängen hier fest in der Ego-Matrix. Dieser Geist des träumenden Gottessohnes bedarf der Heilung, weil dort das Virus der Trennung sein Unwesen treibt und wir da mitmachen, wir das eingeladen haben, irgendwann, irgendwo, ontologisch, wo auch immer, liegend in der Tiefe unseres Geistes, abgespalten, ja, nicht weggespalten davon, dass wir uns nicht mehr erinnern, ich habe das gemacht. Ich wollte Trennung. Ich will die Nummer eins sein. Ich will was Besonderes sein. Ich, die Ich-AG. So. Und ich heißt immer gegen du. Gegen einen anderen. Es ist immer Krieg, es ist immer Spaltung. Und wir fangen an auf der Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dort ist das Klassenzimmer. Dort fragt uns Jesus, möchtest du deinen Bruder richtig und heil sehen? Möchtest du das? Nicht, ob du das kannst, das weiß er, dass wir das nicht können. Jesus ist kein Sadist. Ja, er will uns nicht quälen. Er ist ein guter Pädagoge und er weiß, dass wir verzweifelt sind und in dem anderen den Wahnsinn sehen. Ja, das Schlimmste in ihm sehen. Ob es dann die Größen der Welt sind, ja, da draußen und so weiter, als Projektionsfläche, ist völlig egal. Auch Donald ist unser Bruder. Am Ende ja. Und Bill Gates und wie sie alle heißen. Und es sind Traumfiguren auf einer Leinwand, aber die Essenz, die da drin liegt, ja, das ist der eine Sohn Gottes. Und alle Teile müssen zurückfinden. Sonst wird kein Frieden sein. Ja, nicht? Wie es im Kurs heißt, auch das letzte Sandkorn dieser Welt als Projektionssandkorn enthält einen Funken des Geistes des Sohnes Gottes. Und auf diese Stelle möchte ich kurz eingehen. Das ist auf Seite 602 im 28. Kapitel, das Aufheben der Angst. Und da heißt es dann in Arabisch 9, ja, in Satz 4, wie heilig ist das kleinste Sandkorn, wenn es als ein Teil des vervollständigten Bildes von Gottes Sohn begriffen wird. Die Formen, die die zerbrochenen Stücke anzunehmen scheinen, bedeuten nichts, denn das Ganze ist in jedem Einzelnen. Und jeder Aspekt des Sohnes Gottes ist genau der gleiche wie jeder andere Teil. Wir sehen immer nur, wenn wir richtig schauen, den reinen Geist, gefangen scheinbar in Traumstücken, ja, in Traumformen sozusagen der Welt. Und wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Die Form bedeutet eben nichts. Der Geist ist alles. Es ist die Essenz in der jüdischen Kabbala, ja, die gefallenen Funken und die Schalungen der Welt halten sie gefangen. Und die Schalungen müssen zerbrochen werden. Ja, ich nehme mal eine Referenz hier, einen Bezug zu dieser Ebene. Da finden wir das auch sehr schön. Die Schalungen können die Funke nicht halten, weil die Schalungen illusionär sind. Sie sind Betrug, sie sind Lüge. Aber da drin ist der Funke des reinen Geistes. Wie heilig ist das kleinste Sandkorn, wenn es als ein Teil des vervollständigten Bildes von Gottes Sohn begriffen wird? Wunderbar. Die Formen, die die zerbrochenen Stücke anzunehmen scheinen, bedeuten nichts. Also in jedem Tier, in jeder Pflanze, in jedem Sandkorn, in jedem Grashalm ist eine Qualität drin des reinen Geistes, eine Essenz, weil wir das projiziert haben als der träumende Sohn Gottes. Wir haben uns da hinein verlegt. Und gehen dann natürlich sofort, rutschen wir auf die Formebene, ist klar. Mein Pferd, mein Hund, meine Katze und ich, ja, nicht? Aber dass das eigentlich Projektionsessenz ist, dieses Tier und die Liebe, die sich darin ausdrückt, ein Ersatz ist für die Liebe des reinen Geistes, das sehen wir zunächst so nicht.
Da sind wir dann Gefangene eines Films, einer Geschichte und so weiter und meinen, wir würden für unseren Hund oder unsere Kinder oder für wen auch immer, ja, besser sorgen können als Gott. Es ist ein sich erheben, ein über diese Ersatzwelt, die wir da schaffen, im Sinne dieser Spaltung, ja, dieser illusionären Spaltungswelt, ist eine Ersatzwelt für den reinen Geist, für die reine, vollkommene Liebe, die keine Form kennt. Aber wir sind Formfetischisten. Wir denken und fühlen in Körpern. Wir sind weit entfernt von dieser reinen Geistebene, um die es eigentlich geht. Und so werden all diese Essenzfunken, sozusagen, nennen wir es mal so, zurückkehren in den reinen Geist. Und das ist unser Prozess, dass wir uns herausziehen aus der Hypnose der Welt, wo wir uns drin verloren haben und in diesen Dreckesielen, ja, in diesen egomanen Wahnsinn von Blut und Tränen sielen wir uns wie die Verrückten seit, ja, in Anführungsstrichen Jahrtausenden. Und machen damit. Und wir könnten aussteigen. Und da will Jesus uns hinführen. Und dann kommt hier ein weiterer schöner Hinweis in Arabisch 10, Seite 602 im Textbuch. Verbinde dich nicht mit den Träumen deines Bruders, sondern verbinde dich mit ihm. Und wo du dich mit seinem Sohn verbindest, da ist der Vater. Wunderschön. Das ist eindeutig, da gibt es doch nichts zu diskutieren. Das ist doch fantastisch. Ja, dass wir uns mit der Essenz des anderen verbinden und nicht mit der Person. Reinhard Lier als Person ist am Ende unerträglich. Ja, aber wenn man sich verbindet mit dem Kern, mit dem, was im Innern ist, im anderen kann es keine Enttäuschung geben. Enttäuschung gibt es nur, wenn die Ebenenverwechslung stattfindet. Wenn man auf der personalen Ebene selber agiert und sich für eine Person hält, die hungrig ist und dann von einer anderen Person erwartet, dass sie diesen Hunger stillt und Bedürfnisse erfüllt. Nur wird das so nicht funktionieren. Das führt immer zu Enttäuschung. Und da will Jesus uns rausführen. Das ist hier der Punkt. Noch einmal, weil es so schön ist. Verbinde dich nicht mit den Träumen deines Bruders, sondern verbinde dich mit ihm und wo du dich mit seinem Sohn, großgeschrieben, hier der göttliche Kern, verbindest, da ist der Vater. Wer sucht nach Ersatz, sobald er wahrnimmt, dass er nichts verloren hat? Wunderschön, ein toller Satz. Ja? Wer sucht nach Ersatz? Nach Ersatzbefriedigung, sobald er wahrnimmt, dass er nichts verloren hat. Wer möchte denn den Gewinn in Anführungsstrichen aus der Krankheit haben wollen, wenn er das einfache Glück der Gesundheit empfangen hat? Und wir reden hier von geistiger Gesundheit, die sich auch im Körper spiegeln kann. Dagegen ist nichts zu sagen, solange wir noch in Träumen hier zu agieren scheinen. Das macht nichts. Aber es geht um geistige Gesundheit. Was Gott gegeben hat, kann kein Verlust sein. Und was nicht von ihm ist, hat keine Wirkungen. Was also würdest du wahrnehmen in dem Graben? Das meint den Graben der Trennung, die Spaltung. Der Keim der Krankheit kommt vom Glauben, dass Freude in der Trennung liegt und diese aufzugeben Opfer wäre. Genau, wir sind alte Kämpfer, wir sind alte Rechthaber. Wir wollen unser Ding durchziehen. I did it my way. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich will mein Glück zu meinen Bedingungen. Nur wird das nicht funktionieren, weil meine Bedingungen wahnsinnig sind. Weil ich wahnsinnig unterwegs bin, wenn ich im Ego-Modus gefangen bin. Und wenn ich das nicht mehr merke, ist das letztlich nur tragisch und traurig. Weiter nichts. Es ist keine Sünde. Es ist Irrtum. Doch Wunder sind die Folge, wenn du nicht darauf bestehst, im Graben etwas, was nicht vorhanden ist, zu sehen. Deine Bereitwilligkeit, Illusionen loszulassen, ist alles, was der Helfer, der Heiler, großgeschrieben, der Heiler, also Jesus, der Heilige Geist, des Sohnes Gottes braucht. Er wird das Wunder der Heilung dorthin legen, wo der Krankheit Keime waren. Und da wird kein Verlust sein, sondern nur Gewinn.
Wir sind gefragt, welche Haltung wir im Geiste einnehmen wollen. Und diese Haltung, die wir normal so immer drauf haben, gilt es zu überprüfen. Stimmt meine Haltung? Stimmt mein Denken? Wenn wir falsch denken, kommen wir zu wahnsinnigen Ergebnissen. So einfach ist das. Und zu wahnsinnigen Gefühlen, zu einem inneren Stress, einem inneren Schmerz. Und das ist am Ende immer die Schuld, an die wir eigentlich glauben. Dass das hier alles, dass wir Gescheiterte sind, dass das hier alles furchtbar ist. Dass wir in der Hölle schon schmoren sozusagen. Ja, dass nichts Gutes da draußen auf uns wartet. Naja, das Beste wartet in uns. Es ist ja alles da. Nur wir sind nicht da, wo es ist. Wir sind hypnotisiert von einer Welt, von der wir warten, dass die sich verändert und dass das besser wird und dass das besser funktioniert und dass wir normal leben können und es fein haben und so weiter. Darum geht's doch gar nicht. Fein oder Frieden? Frieden ist doch keine Bedingung der äußeren Welt, dass die Post zugestellt wird und die Polizei im Notfall kommt und die Feuerwehr, wenn es brennt. Das hat doch mit Frieden nichts zu tun. Ja? Es geht wirklich darum, dass wir im Innern die Heilung akzeptieren und sagen, hier schaue ich meinen Bruder schräg an, ich hege Groll, ich will ihn anders haben. Der macht nicht, was ich ihm sage und so weiter. Und dass ich dann entscheide, er hat alles in sich. Ich muss mir um den Bruder keine Sorgen machen. Er wird es finden. Die Frage ist, will ich es finden? Den Schatz im Acker, das, was ich in mir trage. Bin ich bereit, Geistesschulung zu machen? Ich für mich und indirekt für alle. Aber ich fange bei mir an. Und ich gehe nicht zum Bruder und sage, du musst jetzt mal Geistesschulung machen. Jetzt komm mal in die Pötte, Junge. Ja, so läuft das nicht. Das könnt ihr alles vergessen. Fangt ihr mal an. Wir, die wir hier uns als Kursschüler sehen, ja, sollten den Lehrer akzeptieren, der uns darum bittet, ja, dass wir auf ihn zugehen und wir unser Herz öffnen und sagen, ja, bitte heile meinen Geist. Ich habe noch Groll. Ich möchte, dass das weggeht. Ich möchte eigentlich nur Frieden. Eigentlich, ja. Und dann müssen wir das eigentlich anschauen, diese Einschränkung. Den Frieden zu meinen Bedingungen, ja. Und dann erkenne ich, meine Bedingungen sind verrückt. Und jetzt bitte ich um die Heilung meines Geistes. Liebe Freunde, das kürzeste Gebet lautet, Herr, bitte heile meinen Geist. Jesus Christus, Jesus, Heiliger Geist, bitte heile meinen Geist. Ich brauche Heilung. Denn wer den Schmerz hat, der braucht die Heilung. Wer wahnsinnig ist, der braucht die Heilung. Fertig, ist ganz einfach. So kompliziert ist es ja gar nicht. Wenn einer Zahnschmerzen hat, ist der es, der zum Zahnarzt gehen sollte. Fertig. Und dort läuft dann die ganze Geschichte. Dann kann ihm geholfen werden. Und Jesus ist unser Therapeut. Er ist unser Heiler, nicht, der uns geschickt ist in unseren Traum, damit wir da rauskommen und uns von der Leinwand des Traumbewusstseins lösen und nicht mehr auf Körper schauen, nicht mehr alles körperlich verstehen. Unser Gesamtverständnis ist ja hypnotisch wahnsinnig. Falsch. Dass wir glauben, da draußen sind Menschen, die in Körpern herumrennen. Es ist Geistessenz, die sich hineinprojiziert aus dem einen Gottessohn, dem einen Beobachter und Entscheider, in diesem Schlüsselloch, zu dieser Tür, zu dieser riesigen Halle, nennen wir es mal so, der Traumprojektionswelt mit Sonne, Mond und Sternen, ganzer Kosmos, Lichtstraßen, ja, alles Milchstraße, alles mit drin, alle Galaxien, alles. Das haben wir gemacht. Wir träumen davon, von diesem Kosmos. Und wir könnten das loslassen, wir könnten das hinterfragen, wir könnten um die Heilung unseres Geistes bitten. Dazu lädt Jesus uns ein. Bitte die Textstellen in Ruhe lesen und auf sich wirken lassen, denn sie sind Medizin. Medizin, Heilmittel, geschickt zu uns durch den Kurs in Wundern.